Und weiter geht es mit einer besonders krassen Folge Sunken Land Hardcore. Wir spielen, wie gesagt, immer noch auf Hardcore, wie ihr rausgehört habt. Und wir haben hier letztens einen guten Raid gemacht. Also wir haben das Ganze auch sehr gut überlebt. Wir haben Kram. Wir lagern den Kram jetzt erstmal ein. Ich bin hier schon mal rüber. Wir werden hier ein bisschen mal reparieren müssen, weil hier fehlen uns ein paar Spikes und so. Langsam hauen die uns das relativ schnell weg, ne? Aber ich würde, wie gesagt, erstmal sagen, einlagern. Dann machen wir uns direkt ready für den nächsten Raid, weil ich weiß jetzt nicht genau, was wir hier noch machen könnten. Wir können noch irgendwie ein bisschen bauen. Also den Turm, ich werde das wahrscheinlich noch mal ein bisschen abreißen müssen, dann noch mal nachbauen müssen, damit das Ganze funktioniert. Ansonsten fällt mir jetzt nicht genau was ein, was ich noch machen könnte. Ich könnte oben noch ein bisschen Stacheldrahten, damit es ein bisschen cooler aussieht. Aber wäre halt, wie gesagt, nur für die Optik. Ansonsten habe ich mir überlegt, hier ein bisschen noch das Ganze noch ein bisschen erweitern, dass der Hafen ein bisschen mehr gesichert ist, dass hier noch mal so ein Rahmen außen drum ist. Ihr könnt ja mal eure Kommentare schreiben, eure Ideen in die Kommentare schreiben, so rum. Vielleicht habt ihr irgendwelche coolen Ideen. Mir fällt jetzt aber nicht direkt was ein. Ja. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal uns ready machen, direkt für den nächsten Raid. Dahin habe ich mir mal die Flagge drauf gesetzt, damit die halt nicht spawnen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Oder ob die überhaupt doch nochmal spawnen können. Ich bin mir nicht sicher. Lieber habe ich es gemacht. Safe is safe. Und jetzt wird erstmal hier wieder ein bisschen malocht, Leute. Es muss malocht werden. Und ausgerüstet. Vor allem, oh, hier wird jetzt alles so ein bisschen durcheinander. Okay. Gummi. Und Klebeband muss ich eigentlich nicht mehr sammeln. Stopp ist auf jeden Fall wichtig. Deko-Kram sammle ich trotzdem weiter. Den werden wir auf jeden Fall nochmal anbringen müssen. Ah ja, genau, unser Wohnzimmer, ne? Wir müssen ja eigentlich noch unser Wohnzimmer ausbauen. Ob ich das denn jetzt da reingeknallt? Warte mal. Hier kommen nur Sachen rein, die ich verkaufe. Und... ah, zwei habe ich. Zwei Dartscheiben. Gut, komm. Setzen wir uns mal einfach eine hier hin. Warum nicht? Wenn wir eh zwei haben. Okay, dann müssen wir einmal nach oben. Munition, Pistolenmunition haben wir sehr viel. Gewehr brauchen wir eigentlich noch mehr. Deswegen würde ich sagen, nehme ich mir mal hier Kupfer raus. Hülsen haben wir da. Könnte looten, aber wie gesagt, wir lassen es erstmal. Und Flugzeug, ne? Eigentlich könnte ich mir das Flugzeug bauen. Ich sollte auch genügend Material haben, aber hier können wir mal reindippen. Dann machen wir mal... komm. Obwohl... wir hauen lieber ein Stück Holz rein. Munition will ich schon ganz gerne plündern. So. Okay, reparieren müssen wir jetzt gerade nichts. Der Stack zum Glück noch. Das hier auch. Wir könnten auch hier aus Granaten machen, ne? Ich habe aber 5 da und 5 drinne. Das passt erstmal. Ach, ich habe ganz viel Gewehrmunition. Na, sieh mal. Jetzt habe ich die falschen gemacht. Die sind ja eher... warte mal. Kann ich mir irgendeine kleine Kiste bauen? Ah, super. Ja, das war jetzt... ja. Das war so eine typische Ray-Aktion, ne? Dann mal die zerteile ich. Können rein. Ein 60er kann ich reinhauen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Dann nehme ich mir die raus. Die können rein. Armbrust. Ja, braucht man... ich behalte es trotzdem mal. Die Hülse kann rein. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwie eine Munitionskiste bauen. Die Schüsse nehme ich mit. Das kommt hier rein. Zack. Okay. Alles klar. Da habe ich jetzt leider Müll gebaut. Wie immer. Muss ja auch mal sein. Hier haben wir auch noch Kram, ne? Das können wir mal reinhauen. Wenn wir schon hier sind. So, Glas muss ich noch reinhauen. Komponenten, Elektroteile, den Kram. Obwohl, warte mal, hier können wir bestimmt nachfüllen. Habe aber kein Holz mehr. Aber halb so wild, Benzin. Passt ja alles soweit. Waffenteile würde ich ganz gerne... klein machen. Dann komm, hau ich die Munition erstmal hier oben rein. Achso, warum habe ich denn...
So. Gut. Kleidung. Ja, ich muss trotzdem noch ein bisschen mehr umsortieren. Aber wie gesagt, schreibt mal irgendwie in die Kommentare, ob ihr Ideen habt, was ich noch Großartiges bauen soll. Ich meine, wir haben sehr viel Zahnräder und alles. Das ist alles kein Problem. Munition, auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich die Fische nicht geholt, aber wir haben eigentlich mehr als genug Fische in der Küche. Warte mal. Erstmal einen Schluck raustrinken. Der wird nicht gebraten. Habe ich noch Krabben? Ich brauche aber definitiv mehr Krabben. Die nehme ich mir mit. Verband. Kann hier mal rein. Die Kohle auch. Zack, das sieht soweit gut aus. Pillen, ja komm. Die eine können wir noch reinhauen. Dann. So ein Schlückchen hier mal gönnen. Der ist schon gebraten. Wahoo. Zack, zack. Rein damit. Habe ich noch irgendwas, was ich direkt knuspern kann? Ja, hier, die hier. Gut, soweit. Sieht schon mal ganz gut aus. Ich habe auch noch was im Boot, ne? Ich habe auf jeden Fall noch was im Boot. Ja. Ich habe sehr viel drin. Mach's mir auf, danke. Wir hätten noch ein bisschen Platz kommen. Dann machen wir einmal hier. Einmal reinschauen, einmal Looky Looky. Oh, ein schönes Bild. Gut. Passt schon. Weil wir wollen ja raiden, ne? Es wird aber gleich dunkel. In der Zeit bereiten wir es noch ein bisschen weiter vor. Und dann überlege ich, wo wir überhaupt raiden werden. Werden wir uns mal gleich anschauen. Oh, sehr viel Pistolenmunition. Ich sollte mir nochmal sowas hier vielleicht bauen oder so, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Ach ja, AK-47. Habe ich das Holz da? Ich hätte es. Ja, doch, doch, doch. Ich mache mir die AK-47 auf jeden Fall noch. So viel Zeit sollte sein. Erstmal die Wertsachen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Betty besuchen. Mal hier, das gefällt mir nicht so, das Gewehr. Das verbraucht leider Gewehrmunition. Dann nehme ich doch lieber eine AK-47. Warte mal, 40 Schaden. Wie viel macht die hier eigentlich? Ich muss mal gleich nachschauen. Aber die gefällt mir besser auch vom Schuss her irgendwie. Ich weiß nicht. Wenn wir nah dran sind, ist die ganz geil. Aber wenn die näher dran sind, dann treffen die uns so gut. Ist überhaupt nicht feierlich. Hier sortieren wir mal. Und die Komponenten können wir direkt hier reinklatschen. Habe ich noch was für hier? Klebeband. Habe ich irgendwie noch Gummi oder so hier drin? Ich sehe es auf jeden Fall nicht. So, hier wird mal nachgehauen. Zack, zack, zack. Munition kommt so rein. Ach, guck mal, hier habe ich noch Wertsachen. So, wunderschön. Können rein. Ach, guck mal, habe ich sogar zwei. Warte mal. Kann man die auch direkt hier oben? Nee, leider nicht. Ah, das wäre ganz cool gewesen, ne? So, rein damit. Die Handys und so. Zack, kommt hier rein. Sortieren wir auch mal durch. Limo, Waffen. Munition, zack, zack, zack. Okay, sieht soweit ganz gut aus. Dann schauen wir doch mal. Waffenbank. Also, wenn wir richtig runter scrollen. Die können wir sogar auch machen. Pistolen. Oh, ja. Oh, ja. Und hier haben wir die M16. Die macht 35 Schaden, die AK-47 42. Was ist jetzt besser? Die M16 oder die AK-47? Ich weiß nicht, wie die von Schuss her ist. Ich glaube, die beiden sind ja ganz unten. Es werden wahrscheinlich die beiden besten sein, ne? Gewehrpatron M14. Altes Reptilgewehr. Warum ist das hier weiter unten? Das verbraucht ja auch besser Materialien. Macht weniger Schaden. Ist es präziser oder ich weiß es nicht. AK-47 oder das M16. Ah, das ballert wahrscheinlich ein bisschen schneller, ne?
Wir werden wahrscheinlich nach der Zeit mal alle machen. Ich würde aber erstmal sagen, AK-47 und das SMG machen wir mal. Maschinenpistole. Haben wir die schon drin? Ach, guck mal, die hätten wir sogar drin gehabt. Waffenteile. Haben wir auch da. Könnten wir rein theoretisch dann auch machen bald. Wir werden geradet, natürlich. Da will man mal in Ruhe. Das gibt es doch nicht. Ist hier was? Wir probieren die Waffe doch direkt mal aus. Wir haben sehr viel Pistolenmunition, warum nicht? Jetzt reicht es mir aber. Wartet ab, schießt da ruhig rum. Schießt da ruhig erstmal rum. So, jetzt werdet ihr sehen. Habe ich keine Handschuhe? Achso, ich habe ja ganz viel dabei. Gut. Ja, ballert ruhig weiter. Ihr werdet gleich sehen, was ihr davon habt. Haben wir die alle. Das war cool. Das hat doch mal Laune gemacht. Oh ja. Das ist immer noch relativ schwache, ne? Ey, wir sind in Tag 43. Brauche auf jeden Fall Spikes. Wie ist denn der gestorben? Ich muss mich auf jeden Fall um Spikes kümmern, Leute. Ja. Gut. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Jetzt weiß ich halt nicht, AK-47 oder... Schreibt mal in die Kommentare, was ihr nehmen würdet. Mal den Kram hier raus, dann sind wir auch schon wieder voll. Sehr geil. Ich muss reparieren. Wir lagern jetzt erstmal ein. Brauche ich die Pistole dann überhaupt noch eigentlich nicht, ne? Pistole können wir dann eigentlich... zurückhauen. Lag ich noch mal kurz die andere Munition wieder rein. Weil so viel will ich jetzt auch nicht. Vielleicht zwei Stacks. Pistole kann dann auch hier rein. So, soweit, so gut. Wir haben ganz viele Armbrustbolzen und so, ne? So, wir können mal ein Stack hier reinhauen. Müsste ich mal nach und nach alle weghauen. Haben wir noch irgendwelche Bolzen hier? Wir haben noch den Kram hier. Könnten eine AK-47 machen. Hier sind noch Bolzen. Wie kann der Kram rein? So. Wird mal ein bisschen genascht. So rum. Quatsch. So. Stoff haben wir ganz viel. Haben die uns mitgebracht. Sehr nett. Sehr zuvorkommen. Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal hier nachhauen. Wie viele davon habe ich denn überhaupt? Ah, ich habe nicht genug. Ich habe leider nicht genug, deswegen hauen wir erstmal raus. Okay. Gewehrpatronen, Pistolenmunition. Das nehmen wir alles mit. Ups, ich sehe gerade, Komponenten habe ich noch. So, das sieht doch ganz gut aus. Also, ich brauche echt hier oben irgendwie Zau oder so, ne? Also mehr Kisten. Habe ich noch fast gedacht. Die AK-47 passt leider auch nicht mehr rein. Warte mal. Sammle ich mal ganz kurz hier was ein. Ach, guck mal, eine Pille.
Dann machen wir doch ganz schnell. Schick. Boah, wir könnten direkt jetzt in eine Kiste hinhauen. Munitionskiste, die ist halt sehr groß. Ich mache nochmal eine Metalltruhe erstmal. Setzen erstmal noch eine hier hin. Das muss leider sein. Da machen wir vielleicht alles, was Waffen angeht, kommt dann hier rein. Auch Waffenteile. Yep. Und hier kommt dann rein Kram rein, der mit Munition zu tun hat. Ich würde sagen, das ist eine gute Ordnung. Ja. Gut, also. In die Küche müssen wir nochmal. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir eigentlich komplett erstmal einsammeln, oder? Ups, habe ich weggehauen. Weil schlafen gehen, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, dann wäre das ein bisschen zu knapp, die Kiste, ne? Lieber sammeln wir. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Fische einsammle. Ich meine, warum nicht? Und wir wollten ja eigentlich hier unten bauen. Also reparieren. Eher gesagt. Weil die hauen doch schon ganz schön viel weg, ne? Dafür, dass sie noch so schwach sind. Also ich glaube, in Zukunft werden wir hier ein Riesenproblem haben. Dann messen wir nochmal kurz das hier. Ein bisschen Holz habe ich, aber wahrscheinlich nicht genug, ne? Ich glaube, es wird nicht genug sein. Wollen wir denn die guten Spike-Dinger? Zwei Stück kann ich machen, oder? Jo. Das ist leider. Ja. Ich könnte oben abholzen. Aber da habe ich irgendwie gerade nicht so Lust drauf. Habe ich schon nachgeschaut. Dann ist hier noch ein guter alter Tresor. Und dann können wir uns in der Nacht schon mal auf den Weg nach da hinten machen, ne? Kommt. Ja, damit. So. Ich weiß gar nicht, habe ich die Kiste hier drinnen schon gemacht? Das hier habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Das hier auch nicht. Ne, habe ich nicht. Gut. War ein bisschen was Geiles. Irgendwas Geiles. Ja. Ja. Ich bin definitiv zufrieden. Wir sind aber wieder voll. Gut, da würde ich sagen. Erstmal die ganzen Fische hier rein. So, der wird direkt weggeknuspert. Wasser haben wir auch noch. Wir haben sehr viel Kram. Pillen. Den Fisch kann ich mir gleich essen. Eine Meeresplatte haben wir. Ansonsten wird hier nichts mehr rein. Ich muss hier ein bisschen Holz rein, ne? Ja, hab ich gar nichts. Holz ist leider alle. Alle. Na gut, hier ist ein bisschen. Die Limo behalte ich einfach mal. Warum denn noch nicht? Hier brauchen wir auch noch ein bisschen Licht, ne? Ein bisschen Licht in der Bude. Genau, ein Generator. Hier müssten wir noch einen Generator bauen. Hab ich ja total vergessen. Damit wir doch ordentlich Licht drin haben, ne? So. Dann einmal in die Rüstungswerkstatt. Hatte ich hier schon gesammelt? Ja. Gut, hier haben wir auch alles geplündert soweit. Reparieren wir nochmal. Hauen dann hier die Muni rein. Ich würde sagen, so Schwarzpulver gehört auch eher zur Munition.
Haben wir irgendwas für Rüstung? Ich glaube nicht. Die Patronen. 260er und das hier an Gewehrmunition reicht auch, obwohl ich würde sogar hier sagen, teile ich erstmal. Okay, sonst ist nichts für hier bestimmt. Das ist schon mal gut. Holz ist leider Mangelware im Moment. Irgendwie wie immer. Und die können wir noch reinkloppen. Zack, und dann können wir hier auch nochmal nachhauen. Sehr gut. Fertig müssen wir auch mal besuchen. Wir haben auf jeden Fall Zeugs für die. Und kann hier rein. Das Benzin behalte ich erstmal im Inventar, nehmen wir mit. Zahnräder kommen hier rein. Glas hier. Limo und Dings nehme ich mit. Die Fackel. Gut, brauchen wir erstmal eigentlich nicht. Weil wir uns jetzt eh gleich auf den Weg machen. Das muss auch noch weg. So. Bisschen Kohle nachhauen. Und Metall kommt hier rein. Das sollte doch am Proviant ausreichen. Benzin kommt rein. Ich hau auch ein bisschen mal hier rein. Ich glaube, drei sollten ausreichen, oder? Bin ich sonst ready? Ich habe Granaten. Eigentlich die AK-47. Dann mache ich halt das Ganze erstmal so. Ja. Gefällt mir gut. Ich glaube, so lässt es sich doch arbeiten. Gut. Dann machen wir es auf den Weg. Hallo. Dankeschön. Treibstoff. Ja. Nicht Fahrgast. Hallo. Fahren. Also, wo machen wir es denn auf dem Weg? Also, wir haben, ich würde erstmal sagen, das haben wir ready, das haben wir ready. Dann vielleicht erstmal hier hin. Oder? Haben wir das Fragezeichen hier weg? Hier haben wir auch Lagerhaus. Ist hier noch? Ja, so viel haben wir auch nicht mehr, ne? Das meiste haben wir trotzdem schon irgendwie gemacht. Haben wir doch irgendwie mehr gemacht, als ich irgendwie Erinnerung habe. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass wir das. Warte mal. Ja, doch, das ist doch noch voll viele Inseln. 6, 7, 8. Oder muss ich. Null Feinde. Ach so, ich muss das alles beflaggen, ne? Muss überall eine Flagge draufhauen. Spawnen die sonst? Also bis jetzt habe ich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass sie irgendwie spawnen. Vielleicht irre ich mich aber auch. Es kann sein, Leute. Es kann tatsächlich sein. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir direkt sterben oder nicht. Wenn ja, kein Problem. Wir haben ja die Base direkt hier. Aber der letzte Raid, der lief ja eigentlich richtig gut, ne? Außer am Ende irgendwie. Unser Leben halt auch sehr langsam regeneriert, muss ich sagen. Meeresfruchtplatte nehme ich gleich. Das Ding ist, die läuft immer sehr schnell ab, ne? Also diese Zeit. Ah, ist das hier mit der Tankstelle? Boah, ich sehe so gut wie gar nichts gerade. Also Gegner sehe ich jetzt noch nicht direkt. Ist aber die Insel, ne? Ja. Gut. Scheint noch relativ safe zu sein. Ich glaube, die sind echt hinten hinterm Berg alle, ne? Die Tankstelle. Na gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie uns rasieren werden. Ihr dürft nicht vergessen, Leute, ja? Ich spiele auf hart. Ich würde versuchen, irgendwie ein bisschen mehr safe ranzugehen. Wäre doch ein Polizeiauto. Vielleicht auch ein bisschen Munition und sowas. Ah, und es beginnt. Und erstmal hier. Ah, da sehe ich. Hinsicht, die direkt stehen. Wow.
Hinten, das ist nur ein Schild, ne? Gut, einen haben wir schon mal. Nehmen wir einen Headshot hin. Und da unten hat irgendjemand geballert. Muss ich höher ansetzen? Aha. Was würde ich nicht für eine Sniper geben, Leute? Ach, da. Ups. Okay, soweit so gut. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr Gewehrmunition mitnehmen sollen. Das Ding ist, da hinten haben die halt einen Höhenvorteil, ne? Muss die irgendwie wegkriegen. Höhenvorteil ist nicht so witzig. Die sind schon ziemlich weit weg. Aha, ich glaube, den habe ich auch weggeholt, ne? Und der tanzt da sehr viel rum. Aber so weit, so gut. Munition haben wir noch ordentlich. Hauen wir die mal weg. Okay, ich muss noch einmal schauen. Ach, da hinten ist noch ein Cowboy. Der ist am Rumtanzen. Könnten wir den erstmal wegholen? Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, das ist ja noch einer. Ja, von Distanz ist halt mega, ne? Aber sobald wir nah dran sind, dann ist vorbei für uns. Und der ist sonst schießen die auch nicht, ne? Geholt. Ah, den kriegen wir gerade nicht so gut. Wohl jetzt vielleicht. Ah, der kleine Schlawiner. Jetzt soll ich mal von der anderen Seite schauen. Aber bis jetzt war das schon mal ein Erfolg. Aber es geht schneller als man denkt, Leute. Kassieren dann am Ende schneller als man denkt. Muss nur schauen, dass hier jetzt keiner ist. Scheint aber wirklich alle an der Tankstelle zu sein, ne? Und hier würde ich auch ganz gut treffen. Guck mal, da hinten denken die, ich bin noch dort. Oh, das sind sehr viele. Muss mal schauen, ob ich von hier aus gutes Sichtfeld habe. Ich sollte erstmal den da unten wegholen, ne? Ja, du kleiner Schlawiner. Wo ist er jetzt? Hä? Boah, da hinten sind ja auch noch zwei. Drei. Drei, sechs, sieben, acht. 9, 10, also 11 mindestens noch. Hab ich schon 5 oder 6 weggeholt? Versuch mal den hier wegzuholen. Ich glaube, ich muss näher ran und dann mit einer Granate, ne? Komm, nein. Schlechtes Timing. Gut, den haben wir schon mal weg. Komm schon.
Sehr gut, der hat gesessen. Aber jetzt krieg ich den nicht, oder was? Okay, jetzt trigger ich die irgendwie alle. Aber muss hier irgendwie langsam treffen. Von Weitem treffen die uns halt überhaupt nicht, ne? Das ist gut. Okay, jetzt haben die uns alle, ne? Jetzt haben sie wirklich alle im Visier. Ich glaube, ich hätte mehr Gewehrmunition mitnehmen sollen. Jetzt rasten die komplett aus, ne? Versuche erstmal noch irgendwie ein paar wegzuholen. Ansonsten versuchen wir gleich ein bisschen näher ran. Boah, sind das noch viele, ne? Gut, einen haben wir noch mal. Noch ein. Zwei Stück kriegen wir noch weg, oder? Sehr gut. Soweit. So gut. Ist auch schon mal vernünftig, was wir gemacht haben, oder? Jetzt kann auch keiner meckern. Okay. Und ihr dürft nicht vergessen, ist Hardcore, ne? Wir spielen auf komplett Schwierigkeitsstufe Full. Gut, den haben wir auch weggeholt. Drei Schüsse haben wir noch. Die verballern wir auf jeden Fall. Mit dem hier. Ah. Hier unten, die habe ich leider nicht im Sichtfeld. Ich weiß aber, da sind noch welche. Oben sind auch noch drei Stück, glaube ich, ne? Yes, getroffen. Okay, dann schaue ich nochmal von hier so. Aha. Auch getroffen. Gut. Dann hau ich mir den Kram mal rein. Eine Pille. Ich gehe mal ganz. Oh, noch eine Pille reingehauen. Auf Granate. Ah, die sind ein bisschen weiter weg. Kann ich hier hochklettern? Ne, mehr oder weniger. Okay. Oh. Da war ja noch einer. Ich dachte, unten sind alle weg. Okay, oben sind noch welche. Ich hau mal. Da oben auch eine rein. Alles klar. Also ich würde ganz gerne Granat reinballern, aber mir doch ein bisschen sehr gefällt. Auch da unten ist ja noch einer. Kommt der denn her? Ah, die ist halt. Die sprüht zu viel, ne? So, die müssen wir irgendwie von der Seite versuchen wegzuholen. Weg. Kann es nicht sagen. Ich denke mal ja.
Kannst gerne eine Granate da reinwerfen. Oh, wow, 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 wow. So. Jetzt sind wir ein bisschen in der Klemme. Jetzt habe ich natürlich mir einen blöden Spot hier gesucht. Okay. Ich sollte erstmal auf Distanz gehen, ne? Boah, ist mal Leben. Okay, die oben sind, glaube ich, alle weg. Es dürfte echt nur noch einer oder zwei da sein. Ah, mein Leben regeneriert leider so langsam, ne? Das ist so ein kleiner Nachteil. Wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, in der Zeit plündere ich ein bisschen, das ist doch recht gefährlich. Da hinten habe ich auf jeden Fall einen gesehen. Also mit dem Leben, das hätte man ruhig ein bisschen schneller machen können. Ich nehme einfach mal mit. Hier ein paar Pillen und so. Granate schon mal sehr nice. Gewehrmunition wäre ich für. Da würde ich jetzt ein bisschen was brauchen. Das würde mir echt gut weiterhelfen. Warte mal, hinten ist ja ein Polizeiauto. Vielleicht habe ich ja Glück. Und dann könnte ich die von der Distanz holen. Und da wenigstens irgendwie 5 Schüsse oder so drin wären, das wäre perfekt. Pistolen, ah, leider nicht. Kein einziger. Nee. Okay, dann checken wir mal ganz kurz nochmal die Lage ab. Also oben ist keiner. An den Seiten sind keiner. Nur noch wirklich dahinter und ich glaube, es sind 2 Stück. Aber mein Leben regeneriert extrem langsam. Will ich aber noch mit euch weghauen. Ich werfe hier nochmal eine Granate rein. Wir haben hier eine. Ich weiß nicht, ob die anderen Leichen noch was hätten. Ah, da hinten ist einer. Ich glaube, ich bin nicht getroffen, ne? Wo? Oh. Kann ja noch einer sein. Noch nicht, noch einer. Kein Bock drauf zu gehen, Leute. Oben vielleicht? Doch hier drin. Hier sehe ich auf jeden Fall keinen. Oh. Oh, oh, oh. Ach komm, das gibt's doch nicht. Und wir haben ihn weggehauen. Oh, was? Sowas kann nur mir passieren, Leute. Sowas kann auch nur mir passieren. Gut, wir schwimmen mal ganz schnell rüber, weil das war eigentlich der letzte gewesen. Ich würde sagen, plündern wir in der nächsten Folge. Die Folge geht schon wieder lang genug. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie der Hase läuft, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao!